Hallo und herzlich willkommen zur Pilotfolge von YouTube Cringe 2021. Ich bin der Jonas und ja, ein Kumpel von mir, der Felix, der hat so einen kleinen Online-Shop oder hat bald einen kleinen Online-Shop, bei dem er so Poster verkauft mit eigenem Motiv, das man da hochladen kann. Und da hat er gesagt, ja Mensch Jonas, du hast ja noch zu Hause so eine Kamera rumliegen, könntest du mir da vielleicht so ein paar Produktfotos von diesen Postern machen? Und ja, dabei werde ich euch jetzt mitnehmen, wie wir hier so ein paar semi-professional Produktfotos machen. Und hier hole ich auch gleich die Poster, die er mir zugeschickt hat. Aber erstmal müssen wir hier den Tisch ein bisschen freiräumen. Das heißt, damit starten wir mal und tun mal hier diesen Kaffee weg. Sauber AF. So, der Arbeitsbereich ist sauber und das sind jetzt hier die Bilder und von denen sollen jetzt ein paar Produktbilder gemacht werden. Ja, fotografieren werde ich mit der Canon EOS 250D. Ist einer der aktuelleren digitalen Spiegelreflexkameras von Canon und ja, die werde ich jetzt herhalten müssen. Und ich probiere erstmal mit den 50mm 1.8. Learning by doing, würde ich sagen. Also jetzt erstmal Lichter aufbauen. Gut, also als Blitz kommt jetzt hier erstmal dieser Godox-Blitz hier zum Einsatz. Das ist der TT685C, also für Canon und noch der Wireless Flash Trigger. Jetzt schauen wir erstmal, welches Bild wir am besten zu Anfang benutzen. Das sind auch alle ein bisschen eingestaubt vom Lager. Ja, und dann schaue ich erstmal, ob es überhaupt mit Blitz was wird oder ob ich irgendwie anders rangehen muss. Also wirklich erstmal schauen, was da rauskommt. Also das sind jetzt erstmal die vier Motive, die ich ausgesucht habe für den Anfang. Ich schaue jetzt mal, welches sich hier am besten als Produktfoto macht, auf dem Tisch vor allem. Und mir gefällt die Glühbirne schon mal sehr gut. Ich glaube, ich werde erstmal mit der Glühbirne anfangen, werde es mal ein bisschen entstauben noch und dann einfach mal versuchen, hier im Raum zu blitzen und ein Foto zu machen und erstmal zu schauen, wie das wirkt. Ich mache dann ein paar nähere Aufnahmen. Hättest du auch nicht so lange einstauben lassen. So. Ich finde halt, der Tisch hat eine sehr schöne Textur. Und deswegen hoffe ich, dass das Ganze da ganz gut drauf wirken wird. Jetzt habe ich es auch noch falsch drauf geschraubt. Like a professional. Es blitzt. Manchmal klappt es nicht. Ich schaue gerade nur so ein bisschen noch, wie ich das Ganze hinlege. Das ist halt einfach Geschmackssache dann. Bis man irgendwas gefunden hat, was einem ganz gut gefällt. So. Manchmal hat man so im Auge schon, was man so fotografieren will. Und dann gibt es diese Tage, wo man denkt, ja, ich will das jetzt machen, aber ich habe echt noch keine Ahnung, was mir gefällt. Also eigentlich hauptsächlich, weil ich noch nicht weiß, was mir gefällt. Und dann versucht man halt einfach ein bisschen rum, bis man so ein bisschen auf die Idee kommt. Und sobald man dann einen so einen Shot hat, wo man denkt, oh ja, nice, dann weiß man, in welche Richtung es geht. Mein Gesicht ist im Fokus, du Hansbert. Sorry an alle Hansberts da draußen. Ich schau mal, wie die Katze wirkt auf den Bildern. Und dann müssen wir noch Produktvideo machen, um zu zeigen, wie sehr man das hier alles verschmutzen kann und es trotzdem widerstandsfähig ist. Keine Werbung an dieser Stelle. Oder Werbung, weil nee, ich habe ja nicht mal eine Marke genannt, von daher kann es auch keine Werbung sein. Ja. Von Berufs- und Hobbyfotografen scheint Staubwischen so eine Haupttätigkeit zu sein, wie ich das hier gerade feststelle. Da macht man vorher schon in der Bildbearbeitung allen Staubkörner weg, die da in echt waren. Und dann fotografiert man ein Poster mit neuen Staubkörnern. That's life. That's life. Jetzt werde ich hier so ein bisschen Detailshots machen, beziehungsweise auch erstmal ein ganzes Bild fotografieren. Also wieso ich hauptsächlich blitze, ist halt, dass ich die Blende ein bisschen weiter zumachen kann, damit ich ein bisschen mehr Tiefenschärfe habe und ein bisschen mehr vom Poster halt insgesamt scharf abgebildet ist. Und damit es dann halt nicht zu dunkel wird, habe ich halt einen Blitz, um den Raum einfach ein bisschen aufzuhellen. Im Prinzip war diese Karte hier die ganze Zeit unnötig. Das sind soweit die Bilder von den Postern. Also Bilder von Bildern zu machen, die nicht komplett scheiße aussehen, ist gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Das hier ist jetzt als nächstes an der Reihe. Das ist eine schöne Schneelandschaft und ich finde, die wirkt halt gedruckt irgendwie ziemlich nice. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich noch irgendein Detail dahin lege, um halt noch so ein paar Aufnahmen zu machen, um noch so einen Anhaltspunkt fürs Auge zu haben, woran man erkennt, da liegt irgendwas Kleines und die Detailqualität ist trotzdem noch so gut.
Nur mir fällt noch nicht ein, was so ganz zum Kontext passen würde. Ich habe mich dann doch erstmal dazu entschieden, die Videoaufnahmen zu machen. Und dafür werde ich dann ein bisschen Sojamilch auf die Poster tröpfeln, um dann wieder abwischen und es halt filmen, um halt zu demonstrieren, wie leicht die sich reinigen lassen. Und deshalb baue ich jetzt erstmal Softboxen auf. Denn Blitzen hilft ja beim Filmen nicht wirklich viel, deswegen brauche ich erstmal Licht. Und LEDs habe ich auch noch nicht am Schlüssel. Das sind, by the way, nur so günstige Softboxen für gefühlt 10 Euro. Und sonderlich hell sind die jetzt auch nicht wirklich. Naja. So, Steckdosensituation ist jetzt auch gerade sehr begrenzt hier in diesem Esszimmer. Oder jetzt habe ich eh nur noch eine, von daher. Wieso macht man die Kabel eigentlich auch so kurz, dass sie, wenn die Dinger voll ausgefahren sind, gerade so bis zum Boden reichen? Gut, das Ganze ist jetzt mal aufgebaut für das Video. Ich werde jetzt hier ein bisschen Sojamilch reinkippen. Die wird jetzt gleich hier drüber gedingst. Schon mal die Kamera aufgebaut, die das Ganze jetzt gleich filmt. Gut, und jetzt im nächsten Shot werde ich das jetzt wegwischen. Und hoffentlich wird man danach nichts mehr sehen davon. Und jetzt komme ich hier mit dem Lappen rein. Wie nicht mehr da. Perfekt. Hat auch gut geklappt. Und jetzt sieht man hier, es ist noch ein bisschen klebrig, aber ja, das war jetzt der Sojadrink. Professionell, Leute, professionell. Als nächstes wird jetzt Backkakao draufgestreut und wieder weggewischt. Gut. Und dann einmal mal so. Und so. Und so. Und so. Also ich würde sagen, die Verschmutzungsshots sind auch gemacht. Ich habe hier jetzt nochmal einige Produktfotos gemacht von den Postern. Und als letztes kommt jetzt noch der Tesa-Test, um zu zeigen, dass Tesa-Film sich wieder leicht ablösen lässt. Ich werde jetzt noch aufnehmen, wie gut die Druckqualität ist im Größenvergleich zu so einer 5-Cent-Münze hier, damit man so ein bisschen die Qualität verdeutlicht sieht an so einem kleinen Objekt. Ich werde jetzt einmal den Fokus über das Bild ziehen, wo die Cent-Münze drauf liegt. So, sollte als Detailshot reichen. Ich zeige euch auch jetzt nochmal das Video, was ich gerade gemacht habe. Da sieht man auch nochmal, wie sich es wegwischen lässt. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat, mal mitzukommen bei diesem komischen Produkt-Shooting hier gerade. Schaut gerne bei meinem Instagram oder bei meiner Webseite vorbei. Danke fürs Zuschauen und tschüss.